Kuriose Geschichten. Wusstet ihr, dass Adolf Hitler eigentlich Kunstmaler werden wollte? Im Oktober 1907 bewarb er sich an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Seine Probezeichnungen wurden allerdings als ungenügend angesehen. Er wurde abgelehnt. Im September 1908 versuchte er es ein zweites Mal. Er wurde allerdings nicht mal mehr zum Vormalen zugelassen. Gemalt hat er trotzdem viel. Heute sind echte Hitlerbilder schwer zu bekommen und natürlich ziemlich teuer. Er selbst sah sich immer als verkannter Künstler an. Like und folgt mir für mehr.